Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Frauen hier im Fit und Leicht Fastenkurs. Schön, dass ihr da seid. Und falls überhaupt jemand da ist, das weiß ich ja nicht, ich sehe euch ja leider nicht, aber ich hoffe, ein paar Frauen sind da oder vielleicht auch viele. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, wo ich ganz, ganz gerne auf eure Fragen antworten möchte, von ganzem Herzen gerne. Das heißt, schmeißt eure Fragen rein in den Chat und schmeißt wirklich all eure Fragen rein und wirklich auch die Fragen, wo du vielleicht denkst, okay, die darf ich vielleicht nicht fragen oder die sind nicht irgendwie, die sind nicht anständig genug oder irgendwie gib sie mir einfach in den Chat rein. Ihr Lieben, wir sind heute am Fastentag Nummer 5. Ich gehe mal in die andere Kamera. Wir sind heute am Fastentag Nummer 5 und ich habe selber, ich weiß nicht, ich habe das erste Mal mit 18 Jahren gefastet. Das heißt, ich bin wirklich eine richtig gut durch und durch Fastenerfahrene. Und ich liebe das Fasten ganz vor allen Dingen deswegen, weil die Seele so dünnhäutig wird und weil die Seele so laut und so hörbar und so schön in mir spricht und ich endlich beim Fasten sie auch wirklich richtig laut und richtig deutlich hören kann. Weil so vieles, was im Außen ist, dann wirklich sehr zurückgeht und ich ganz weich werde und ganz sanft werde und meine Seele wirklich viel, viel deutlicher und viel klarer hören und wahrnehmen kann und ihr auch viel mehr Vertrauen schenken kann, ganz einfach, weil sie viel mehr scheinbar da ist und weil ich mich viel mehr scheinbar verbunden mit ihr fühle. Okay? Und von daher weiß ich, dass viele Fragen auftauchen. Ich weiß, dass vieles, vieles, vieles in einer Fastenzeit verarbeitet wird und auch verarbeitet werden möchte. Und ich persönlich finde, dass eine Fastenzeit ganz vor allen Dingen wirklich ernsthaft Medizin für die Seele ist. Für den Körper ist es auch super cool und es ist auch super cool, vielleicht ein bisschen Kilo zu verlieren. Das alles ist cool, aber ganz vor allen Dingen ist es wirklich ein Seelenraum, ein richtig weiter, schöner Raum für die Seele. Also ihr Lieben, schießt los. Ich bin von Herzen gerne für euch da. Die erste Frage ist auch schon da von der Kerstin. Übrigens, wir haben eine halbe Stunde, also zack, zack, haltet euch ran mit coolen Fragen. Und ich halte mich ran mit hoffentlich richtig guten und richtig guten Antworten. Erste Frage ist von der Kerstin. Ich will noch viel zu oft Menschen um mich herum gefallen. Hast du einen Tipp? Ja, ich habe einen Tipp, liebe Kerstin. Ganz ehrlich jetzt mal unter uns beiden oder unter uns allen, die wir hier zuschauen oder in diesem Raum miteinander verbunden sind, ist es nicht cool, wirklich anderen Menschen auch gefallen zu wollen? Ist es nicht cool? Also ist es nicht wirklich auch richtig und ist es nicht auch angemessen und macht es nicht viel, viel mehr Spaß im Leben, anderen Menschen einen Gefallen zu tun und andere Menschen wissen zu lassen, dass sie wirklich gerne Zeit mit dir verbringen. Das ist also von der Quelle her, finde ich, eine richtig gute Sache. Die Frage ist nur, möchtest du Menschen gefallen und verbiegst dich dafür oder möchtest du Menschen gefallen und lässt dich selber wirklich richtig von alleine und gehst selber wirklich richtig raus und verbindest dich mit den Menschen? Das ist die Frage. Und wenn die Antwort ist, nee, ich verbiege mich oder ich denke, mich verbiegen zu müssen, um jemand anderem irgendwie genehm zu sein oder zu gefallen, dann ist es mega uncool und dann ist es ein Krieg, in den du mit dir selber gehst. Und das empfehle ich dir natürlich überhaupt nicht. Und übrigens, dann wirst du auch jemand anderem nicht wirklich gefallen, weil ganz wirklich wird es der andere unterirdisch oder überirdisch auch mitkriegen, wenn es nicht wirklich du bist, was du performst oder ob es eben eine Performance ist oder ob es eben wirklich du bist. Und wie gesagt, aber das Gefallen wollen als ein Sprit, sage ich jetzt mal, einen Sprit dafür zu nehmen, wirklich du selber mit dir selber richtig rauszukommen, finde ich eine super, super coole Sache. Also, wenn du magst, think about it. Nächste Frage heute ist von der Petra. Liebe Andrea, vielen tausend Dank für das inspirierende Fasten. Oh ja, Leute, ich möchte euch nochmal sagen, wir sind im Moment, ich glaube, wirklich fast 6000 Menschen. Wir sind 5700 something. Und es ist eine wahnsinnige Wucht, mit der wir zusammen in diesem Ding sind. Und in meinem Erleben gibt es wirklich nichts Powervolleres und nichts Schöneres, als wenn wirklich so viele Menschen in einem Spirit, wenn Menschen in einer Intention miteinander verbunden sind und wirklich an einer Ziel, nicht Ziel, sondern an einer Start- und dann auch Ziellinie miteinander stehen.
Und ich persönlich finde es so cool, dass wir so viele sind. Und ich finde, wir sind so ein geiler Fassentribe. Und wenn Menschen sich zeigen und irgendwie gerade so ein kleines Down haben, dann gibt es andere Menschen, die sofort irgendwie wirklich Leben rüberschicken und Vertrauen rüberschicken und Power rüberschicken. Und andersrum genauso. Und ich finde es wunderschön. Und ich danke dir, dass du das ganze Feld wirklich mit dir bereicherst. Danke. Jetzt weiter. Ich bin 64 Jahre alt und lebe seit 9 Jahren ohne Partner. Jetzt sehne ich mich nach Freundschaft und vielleicht mehr. Na, logisch mehr. Was denkst denn du? Freundschaft ist wunderschön und mehr ist auch wunderschön. Und mit 64 Jahren bist du eine Frau im mittleren Alter. Tatsache ist kein Spruch. Also du hast noch hopefully 10, 20, 30, 40. Wer weiß, vielleicht hast du sogar noch 50 Jahre vor dir, weil im Moment sich alles rasant in der Medizin auch verändert. Von daher, du hast fast noch die Hälfte, noch mal die ganze Hälfte deines Lebens vor dir. Und natürlich sollst du Partnerschaft leben. Und natürlich sollst du Sex teilen. Und natürlich sollst du voll durch und durch erfüllt, glücklich und vollkommen wirklich erfüllt und glücklich sein. Leider empfinde ich das schwer zu vermitteln, jedenfalls in Datingportalen. Gestern ist mir schon sehr bewusst geworden, wie ich teilweise über Männer urteile. Es fällt mir schwer, mich zu öffnen. Was kann ich tun? Liebe Petra, ich persönlich habe null Erfahrung mit Datingportalen. Ich habe null wirklich Ahnung, ob das da cool funktioniert, ob das gut läuft, ob das ein Raum ist, wo wirklich gut etwas läuft auf dieser Ebene. Das weiß ich nicht. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Wozu ich was sagen kann, ist, such dir Räume, wo wirklich auch deine Zielgruppe ist, wo Menschen sind, die einen Geist mit dir teilen und die wirklich deine Klasse sind. Und ja, und bring dich in den Raum mit diesen Menschen. Geh tanzen, geh auf Kongresse, geh auf Seminare, geh auf keine Ahnung, was dich alles interessiert. Geh in den Wald, triff dich bei Wanderungen oder sonst irgendwas. Krieg raus, was du gerne machst. Stell dir wirklich vor, okay, mit welchem Typ von, ich weiß nicht, ob du auf Männer oder auf Frauen stehst, mit welchem Typ von Mann oder Frau würde ich denn gerne zusammen sein? Und dann gucke, wo sich solche Menschen wirklich aufhalten und dann schmeiß dich wirklich voll rein in den Ozean. Okay, und denke bitte auf gar keinen Fall, dass du mit 64 schon zu alt oder angehend alt für solche Art von Spielen bist, sondern du bist eine Frau in deinem mittleren Alter. Und ich persönlich stehe auf reife Frauen. Ich stehe auf reife Frauen, weil da einfach eine bestimmte Art von Spiel nicht mehr da ist, sondern wo es einfach wirklich, ich sage jetzt mal, einfach wirklich richtig klar und richtig straff und richtig sexy zur Sache geht. Also, du kannst richtig, richtig viel tun. Wow, sind hier viele Fragen, ihr Lieben. Die nächste Frage ist von C. Liebe Andrea, ich bin heute sehr traurig, denn ich habe endlich verstanden, dass ich meinen Partner verlassen muss. Sind seit 22 Jahren zusammen, ich bin 41 und wir haben 2 Kinder. Wir haben schon so viel miteinander probiert. Mein Mann sagt zwar immer ja und ist überall dabei, aber er setzt nichts um. Am meisten verletzt mich seine Achtlosigkeit allem gegenüber. Sei es ein Ding oder einem Menschen gegenüber, Familie, Kunden. Ich habe das Gefühl, ihm ist nichts heilig. Er möchte gerne alles haben, aber auf nichts Acht geben. Die Liebe ging so über die Jahre verloren. Hast du ein paar aufmunternde Worte an mich? Danke. Liebe C, ich habe nicht ein paar aufmunternde Worte an dich, sondern ich habe ein paar richtig starke Worte an dich. Nämlich, ich möchte in dir den Teil anrufen, Baby, sage ich einfach so, den Teil anrufen, der wirklich führt in Beziehungen. Und du bist die Frau in der Beziehung und du kannst so viel mehr, als du denkst. Du bist um so viel machtvoller. Du hast um so viel mehr Skills, als du jetzt hundertprozentig denkst. Übrigens jeder von uns. Das heißt, ich rufe den Teil in dir an, der fähig ist, in Führung zu gehen und deinem Mann klipp und klar zu machen, wenn du das natürlich möchtest, deinem Mann klipp und klar zu machen, ey Baby, wir haben 2 Kinder, wir sind eine Familie und wir sind es uns schuldig, wir sind es unseren Kindern schuldig, wir sind es dem Leben schuldig, wirklich alles in diese Waagschale zu packen.
Und dann lass dir nicht irgendwelche Märchen erzählen, falls das so ist, sondern sag wirklich klipp und klar, ey, ich brauche, ich wünsche mir das und das. Und dafür möchte ich diesen und diesen Deal mit dir eingehen. Und übrigens, wenn dieser Deal nicht eingehalten wird, gibt es diese und jene Konsequenz. Und dann, liebe Sie, musst du wirklich die Eier in deinem Bauch haben, das wirklich auch durchzuziehen. Okay? Die allerbeste Basis, so etwas wirklich ernsthaft, und ich sage jetzt mal wirklich ernsthaft und aufrichtig durchzuziehen, ist der Kontext von, okay, wir haben wirklich nichts zu verlieren. Wir haben nichts voneinander zu fordern und wir sind uns übrigens auch wirklich zu nichts wirklich verantwortlich. Also verpflichtet. Aber und wir sind verantwortlich diesem Leben gegenüber und du hast nichts zu verlieren, okay? Du kannst wirklich, go for it. Lass nicht zu früh los und vor allen Dingen pack deine Power aus, Frau, und sag, hau deine Frauenfaust auf den Tisch, falls das deine Art ist. Wenn nicht, dann mach es aber energetisch und sag klipp und klar, Baby, wir bringen dieses Kind jetzt wirklich zusammen auf die Erde. Okay? Hier ist Schluss mit lustig. Leben ist wirklich heilig. Leben ist wirklich heilig. Und jede Minute zählt. Jeder Tag zählt. Jede Stunde zählt. Und pack's wirklich richtig an. Und Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und würde dir von Herzen gerne jetzt einen Starkstromschlag durch diese Kamera spritzen, dass ein Ruck durch dich durchgeht und du einfach erkennst, okay, hier ist sehr, sehr viel mehr möglich, als ich jetzt wirklich denke. Und nimm deine Macht wirklich in die Hand und bring's raus. Nächste Frage, ihr Lieben, ist von der Dodo. Ich bin schon sehr lange Single und das aus Überzeugung. Doch tief in mir, das merke ich gerade jetzt, schlummert die Sehnsucht nach einer neuen Partnerschaft. Dabei steht mir aber meine Männerverachtung, die ich im Laufe der Zeit entwickelt habe, im Weg. Wie kann ich die nur überwinden? Hast du eine Idee und vielleicht sogar einen konkreten Tipp? Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Dein Kleid gefällt mir sehr. Yes, mir auch. Sehr schön, danke. Liebe Dodo, ich habe dir einen richtig guten Tipp, wie du das überwinden kannst, und zwar geh in Beziehung zu einem Partner oder zu einer Partnerin. Ich weiß immer nicht, worauf ihr steht, und weil ich korrekt sein möchte, sage ich jetzt immer Frau oder Mann. Geh in Beziehung und innerhalb von einer aufrichtigen, transparenten, starken, tiefen Beziehung wirst du deinen Männer Hass oder Verachtung wirst du überwinden, okay? Du wirst sie nicht überwinden, wenn du zu Hause alleine sitzt und dir, ich sag jetzt mal, mit egal womit einen runterholst, sondern du wirst es wirklich nur überwinden, wenn du tief in eine Beziehung einsteigst und wenn du bereit bist, alles zu geben und wenn du bereit bist, vor allen Dingen dich voll hinzugeben. Dodo, ganz ehrlich, ich komme daher, dass ich einen Haufen Männerverachtung in mir habe, okay? In meiner Kindheit habe ich schwache Männer gesehen. Mein Vater war schwach. Mein Vater war mal ein König und ist dann zu Boden gegangen. Und ich habe das als Kind gesehen und ich habe es nicht verstanden. Und alles, was in mir wirklich da war, ist und teilweise immer noch ist, ist, okay, scheißegal, was Männer tun, scheißegal, was Männer sagen, am Ende sind es doch Schlappschwänze. Und am Ende kann ich mich doch nicht auf sie verlassen. Das war einfach meine innere Realität als Kind. Und das habe ich ungeprüft mitgenommen, so wie du auch und so wie Tausende von uns Frauen in unser Erwachsenenalter und haben es nie wieder wirklich überprüft, okay? So, das heißt, mein Tipp an dich ist, hab den Mut und begib dich und gründe eine richtig tiefe, gute Beziehung. Und dann heilt einander. Weil der Mann wird kommen und wird irgendwelche Storys mit seiner Mutti haben und wird auch nicht frei sein, genauso wenig wie du. Niemand von uns ist frei, okay? Niemand ist frei von uns. An uns allen hängt Blei, Seelenblei. Und nur in einer Beziehung kann es wirklich geheilt werden. Das heißt, in meinen Augen, in meiner Erfahrung und in allem, was ich sehe, ist Beziehung wirklich echt Medizin. Tiefe, tiefe Seelenmedizin. Das heißt also, mach dich locker, geh in eine Beziehung und der Rest wird von selbst passieren. Natürlich nicht so easy, der Rest. Kuckuck, Kamera, danke.
Natürlich nicht von alleine wird der ganze Rest passieren, aber verstehst du, Leben wird übernehmen und Leben wird dich führen. Und wenn du jeden einzelnen Morgen aufstehst und sagst, hey, hier bin ich bin bereit, heute mich voll hinzugeben, dann wird es Stück für Stück, Schritt für Schritt passieren. Und nochmal kurz zur Erinnerung, was heißt es, sich hinzugeben? Das heißt nicht irgendein Ding. Keine Ahnung, was wir uns immer darunter vorstellen, was Hingabe heißt. Hingabe heißt, wenn ich jetzt einen Männerhass in mir spüre, dann packe ich ihn jetzt auf diesen Tisch. Das ist nicht die Wahrheit, aber es ist meine Wahrheit für jetzt und hier und dort fängt es an. Und meistens und ganz oft und eigentlich immer ist es so, dass wenn wir bereit sind, das, was jetzt wirklich da ist, zu nehmen und auf den Tisch zu packen, sprich deine Karten auf den Tisch zu packen, das ganze Blatt zu zeigen, dann übernimmt Leben und dann führt es weiter. Tolle Frage. Nächste Frage ist von Evalein. Ich empfinde Beziehung zu Männern immer als Last. Warum ist das so? Evalein, Eva, du empfindest es ganz einfach so, weil deine Beziehung nicht frei fließt, weil dein Beziehungs Potenzial nicht frei fließt, weil an sich und natürlicherweise sind Beziehungen wirklich schön. Menschen brauchen Beziehungen, Menschen sind in Beziehungen, Menschen lieben Beziehungen und Menschen leben auch durch Beziehungen. No matter what wir uns erzählen, es ist einfach so. Wir leben, wir können auch nur überleben durch Beziehungen. Und wenn Beziehungen sich scheiße anfühlen, wenn Beziehungen sich als eine Last anfühlen und wenn Beziehungen schwer empfunden werden oder einfach nicht wirklich zutiefst glücklich machen, dann ist das Potenzial von Beziehungsfähigkeit in dir noch nicht voll befreit. Das heißt, da gibt es viel zu tun. Da gibt es viel zu tun, in Anführungsstrichen. Da gibt es viel zu lassen, was sozusagen zwischen dir und einer wirklich glücklichen Beziehung steht. Okay? Das kann ganz, ganz viel sein, liebe, ich sage jetzt einfach mal Eva. Das kann ganz, ganz viel sein, liebe Eva, und das kann ich jetzt auch nicht in 3 Minuten abhandeln, aber kümmere dich darum. Und wenn du magst, hör dir nochmal die Antwort von C, ich glaube, nee, Dodo war das, sorry, meine Antwort an Dodo an, weil da kannst du das exakt so für dich nehmen und genau so praktizieren, weil die Mechanik in Beziehung ist wirklich immer die gleiche. Das heißt, egal woher wir kommen, wir wollen alle glücklich sein. Und die Mechanik ist immer dieselbe. Es steht immer ein Gedanke und ein Glaube, den wir uns irgendwann, irgendwie, irgendwo mal eingefangen haben, steht zwischen unserem Glücklichsein und dem Jetzt, wo wir hier sind. Und ich würde euch gerne mal was erzählen, was ich gerade experimentiere. Ich experimentiere gerade, dass ich wirklich mehrmals jeden Tag und definitiv morgens, wenn ich wach werde, ganz, ganz klar mich ausrichte und sage, ich möchte und ich werde heute glücklich sein. Was auch immer. Ich weiß nicht, wie es funktionieren wird. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß nicht, was ich zu geben habe. Ich weiß nicht, was ich empfangen werde. Aber ich möchte heute glücklich sein. Und das mache ich seit einigen Tagen. Und wirklich ehrlich, mein Tag sieht seitdem wirklich anders aus. Wirklich. Ehrlich. Ist keine Geschichte, ist kein Schmuh. Mein Tag sieht seitdem anders aus. Und irgendwie Tag für Tag sinkt es immer tiefer in mich rein. Und wenn ich zum Beispiel einen stressigen Moment habe, und in den letzten Tagen war hier auch viel Stress in unserer Fastenkur, weil ein paar Sachen noch nicht so rund gelaufen sind, wie wir uns es gewünscht haben, stand ich da und habe innen wirklich die Augen geschlossen und habe kurz gesagt, okay, Andrea, ich werde und ich möchte heute glücklich sein. Und wirklich probierst mal wirklich für dich aus. Wenn du das tust, dann ist sofort etwas anderes innen da. Es ist sofort etwas anderes da. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du das zu dir sagst oder ob du ständig unbewusst oder bewusst da hängst und irgendwie scheiße über den Tag denkst. Das hat nicht funktioniert. Der ist scheiße. Der ist blöd. Die ist blöd. Oh, ich bin die allerblödste von allen. Bäb, 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 bäb. Also ob du das denkst oder ob du ganz klar sagst, ich möchte glücklich sein. Und dann nochmal, ich möchte glücklich sein. Und dann noch ein drittes Mal, ich möchte glücklich sein. Und das kannst du in so
vielen Situationen des Tages machen. Das kannst du morgens beim Aufwachen machen. Das kannst du machen, wenn du auf dem Klo sitzt. Das kannst du machen, wenn du einen tollen Einlauf machst. Das kannst du an der Bushaltestelle machen. Das kannst du einfach immer und immer wieder machen. Und es ist auch super sexy, sich in dem ganzen Haus oder in deiner ganzen Wohnung geile kleine Zettelchen als Erinnerung hinzulegen. Why not? Einfach alles, was funktioniert. Nächste Frage ist von Melli. Hallo Melli, fast in jedem Chat. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Hallo liebste Andrea, gab es bei dir einen Knackpunkt im Leben, wo du deine wahre Schönheit erkannt hast oder war es dir schon immer klar? Süß, Umarmung zu dir, Melli. Also liebe Melli, ganz ehrliche Antwort, dieser Knackpunkt ist irgendwo in der Zukunft, weil dieser Knackpunkt ist noch nicht wirklich da gewesen, dass ich so ganz in Ruhe und so ganz entspannt und so ganz in mir und durch sage, oh ja, Andrea ist ein wunderschönes Wesen. Das heißt, manchmal weiß ich das, dass wir alle wunderschöne Wesen sind, aber es gibt so verfickt viele Momente in meinem Leben, wo mir das gar nicht bewusst ist, sondern wo ich denke, okay, Andrea, das hast du noch nicht, das hast du noch nicht, das nicht, das nicht, das musst du noch, das musst du noch. Und dann weiß ich das nicht, dann habe ich das kurz vergessen, weil das, was ja eigentlich da ist in uns allen, nämlich wirklich zutiefst, ein zutiefstes Wissen, wirklich ein zutiefstes Wissen, dass wir Leben sind. Und wenn wir Leben sind, dann ist es ohne Wertung, dann kann es nicht richtig oder nicht richtig oder gut oder nicht gut sein, sondern dann ist jeder von uns wirklich das Stück Leben, was er oder sie wirklich ist und das Puzzle des Lebens und alles zusammen ist dann ein wunderschönes Mandala. Also danke für diese schöne Frage, meine Liebe. Ich sehe den Knackpunkt in der Zukunft. Ich freue mich schon drauf. Nächste Frage ist von Kerstin. Ich muss kurz auf die Uhr gucken. 9 Minuten, ihr Lieben, heute. Liebe Andrea, in mir sitzt die Überzeugung, dass ich keinen Sex haben kann, weil ich 13 Kilo Übergewicht habe und es mir Männern gegenüber peinlich. Ich bin 31 und hatte deshalb 2 Jahre lang keinen Kontakt. Hast du einen Tipp für mich? Ja, Süße, ich habe einen Kontakt für mich, für dich. Einen Kontakt. Kontakt habe ich vielleicht auch für dich, wer weiß. Ich habe aber einen Tipp für dich und ich möchte dich erinnern, dass es Bullshit ist, dass es wirklich Bullshit ist, okay? Ich weiß zutiefst, wie sich das anfühlt, wenn man sich selber nicht stimmig fühlt. Und ich sehe dich jetzt gerade nicht und ich kann dir nicht sagen, ey, sag mal, du hast einfach ein Rad ab, weil du siehst wunderschön aus. Oder wenn ich dich sehen würde, würde ich sagen, ey, du siehst, du bist wunderschön, aber ich finde übrigens auch, hey, guck mal, 5 Kilo könntest du mehr haben oder 5 Kilo könntest du weniger haben, weil du dann mehr in Line aussiehst und weil das irgendwie viel, viel mehr zu dir wirklich passt und du stimmig aussiehst. Das heißt, ich möchte erstmal sagen, hey, ich verstehe dich. Das Zweite, was ich dir sagen möchte, ist Bullshit, weil ich werde jetzt gleich 52 Jahre alt und mein Körper sah wirklich schon sehr, sehr, sehr verschieden aus. Wirklich. Von ganz dünn, voll, wirklich echt untergewichtig bis super barock. Von schwanger bis dann nicht mehr schwanger. Ich habe wirklich große Brüste, kleine Brüste, so einen Po und einen relativ kleinen Po. Obwohl, mein Po habe ich irgendwie eigentlich nie verloren. Ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt, in einem Körper zu sein, den man wirklich nicht geil findet. Das weiß ich. Und deswegen möchte ich dich einladen, erstens wirklich zu überprüfen, okay, mit dem Gewicht, welches Gewicht, mit welchem Gewicht fühlst, und ich sage fühlst, nicht denkst, du dich wirklich am allerstimmigsten und am allerbesten. Und denk nicht über Kilo nach, sondern spür wirklich hin, ey, wie spüren sich meine Beine an, wie wäre geil, wie meine Beine sind, wie ist geil, wie meine Arme sind, wie ist geil, wie mein Hals ist, wie meine Brüste sind, wie mein Po ist, wie mein Rücken ist, wie mein alles wirklich ist. Und spür da wirklich richtig tief rein. Und dann sprich mit Freunden darüber. Und eins kann ich dir nur sagen, in meiner Erfahrung,
Wir Frauen haben allen Rat ab mit unseren Körpern. Wir sind alle gebrainwashed mit unseren Körpern. Ich kenne fast keine Frau, ich glaube, ich kenne eigentlich wirklich keine Frau, die wirklich echt cool ist mit ihrem Körper und wirklich zutiefst richtig zu Hause ist. Jetzt wird mir richtig heiß bei dem Thema. Und meine Erfahrung ist die, dass Männer oft, test es aus, frag Männer, meistens Frauen, wo sie wirklich eine richtige Form haben. Und ob das jetzt sexistisch ist heutzutage oder nicht, keine fucking Idee. Ich sag's einfach, wo sie auch was richtig in der Hand haben können. Das finden Männer oft viel, viel, viel geiler, als wir uns das vorstellen können. Das heißt, ich lade dich ein, deinen Glauben, den du wirklich über dich hast, zu überprüfen. Sprich mit deinen Freundinnen, sprich mit Freunden, interview Männer, frag, guck einfach, sei offen und ich wünsche dir zutiefst, dass du Frieden mit deinem Körper machst, wirklich zutiefst, okay? Bleib nicht stehen, wenn irgendwas nicht cool ist. Veränder dich bis dahin, wo du sagst, okay, jetzt bin ich wirklich richtig zu Hause in meinem Körper. Veränder dein Denken, veränder dein Glauben, veränder vielleicht auch deinen Körper, wenn es sein muss, veränder deine Kleidung, wenn es sein muss. Mach es so, dass du dich wirklich richtig schön findest. Danke dir. Nächste Frage ist von Ella. Liebe Andrea, ich schaffe es immer öfter, mich nicht angegriffen zu fühlen, wenn mir jemand Vorwürfe entgegenbringt. Nur meist ist mein innerer Dialog dazu dann meist, das sind deine Empfindungen, klär die mit dir. Wie kann ich trotzdem gut in Dialog bleiben? Liebe Ella, im Dialog sind wir dann, wenn wir einfach wirklich echt im Dialog sind. Das heißt, wie ich es ganz am Anfang zu einer Frage schon gesagt habe, du gehst in einen Kontakt, du gehst in eine Beziehung und du packst aus das, was wirklich jetzt da ist. Und wohl wissend, dass das jetzt einfach eine Momentaufnahme ist, dass das im nächsten Moment wieder ganz anders sein kann. Und du gibst es einfach her. Ey, wir sind so oft so beinernst in Beziehungen und denken so oft, ich müsste mich erst selber klarkriegen und erst dann kann ich mich einem anderen Menschen zumuten. Das ist Bullshit. Eine richtig gute, geile, lebendige, fetzende Beziehung ist wirklich die, die lebt und die knackt und wo frisch Blut auf dem Tisch ist. Und frisch Blut ist einfach das, was jetzt wirklich hier ist. Was du denkst, was du fühlst, was du willst, was du nicht willst, worauf du Bock hast, was deine Fantasien sind, was du erleben möchtest, was du auf gar keinen Fall mehr möchtest. Alles, was du wirklich bist. Und meine Beziehung zu den Menschen, mit denen ich nah bin, zu Veit, aber auch zu den Menschen zum Beispiel in meinem Team, die jetzt einige jetzt zuhören und ich grüße euch von Herzen. Ich liebe euch. Ich liebe es, wenn Beziehungen wirklich saftig sind. Ich liebe es, wenn Menschen so transparent sind, dass sie echt auspacken. Auch wenn es peinlich ist, wenn es scheiße ist, wenn wir Angst davor haben, was wir als nächstes sagen, ist doch egal. Verstehst du, wenn man in einem Commitment miteinander ist und sagt, okay, wir führen eine Beziehung und wir sind verflucht nochmal, wir sind Menschen und von daher sind wir begrenzt und wir haben Angst und wir sehen nicht durch und wir wissen nicht und alles, aber das bin ich einfach, okay? Und wenn ich dir das schenke und wenn ich mir schenke, mich mit all dem wirklich hinzugeben, dann ist es in meinen Augen eine richtig gute Beziehung. Ups, nächste Fight. Andrea, ich liebe dich. Ich sehe, was du tust. Danke, dass du dein Leben mit mir teilst. Ich liebe dich, mein Lieber. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, all das, was ich wirklich über Hingabe gesagt habe, Baby, das leben wir beide zusammen und dafür liebe ich uns über alles. Danke. Bis später. Nächste Frage ist von Josefa. Wow, das ist ein geiler Name. Josefa. Ich habe gerade nicht das Bedürfnis nach Nähe meines Partners, weder emotional noch körperlich. Er nimmt das sehr persönlich und ist eingeschnappt. Hast du einen Tipp? Klar, dafür habe ich wirklich einen Tipp, weil ich das als vollkommen natürlich empfinde, liebe Josefa. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig und gut ausspreche. Das ist okay. Das ist total okay, dass du mal keinen Bock auf deinen Partner haben darfst. Und eins sage ich dir, wenn du das nicht wirklich hergibst, dann bleibt es.
Wenn du das aber hergibst, dann wird sich das verändern. Und oft verändert sich das dann viel, viel schneller, als wir denken. Guck mal, ganz ehrlich, ich liebe Veit total und wir sind wirklich richtig geil zusammen. Und manchmal gibt es Momente und manchmal gibt es eine Stunde, wo ich sage, Alter, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf dich. Ich habe jetzt gerade Bock, alleine zu sein. Ich habe Bock, alleine mit mir und Gott zu sein. Ich möchte jetzt nicht sprechen. Ich möchte jetzt vielleicht sogar auch mal nicht neben dir schlafen, weil auch selbst wenn wir nicht sprechen im Bett, wenn wir nebeneinander schlafen, dann ist es ja doch sehr viel Energie, die sozusagen, ich mache jetzt mal hier, weil Veit schläft rechts von mir, dann ist ja sehr viel Energie, die wirklich die ganze Zeit fließt. Da muss man sich weder anschauen, noch berühren, noch was sagen. Ich spüre die Anwesenheit und die Präsenz von Veit und manchmal finde ich es einfach cool, alleine im Bett zu liegen und wirklich ganz in meiner ganz ureigenen Dynamik zu sein und von nichts innerlich sozusagen stören zu lassen. Also das ist das eine. Du hast das volle Recht, Josepha, alleine zu sein. Alleine mit Gott und dem Leben zu sein. Das zweite ist, weil ich deinen Mann wirklich gut verstehen kann, na klar, das kann auch Angst machen. Gib ihm doch insofern die Hand, als dass du es ihm wirklich in Liebe und ganz ruhig erklärst. Indem du ihm sagst, hey, ich, immer vorausgesetzt, es stimmt, hey, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, verschenke ich mich in unserer Beziehung voll. Und mich voll zu verschenken, jetzt und hier, bedeutet, dass ich alleine sein möchte. Das ist gerade mein Wunsch. Kannst du, weil du mich liebst, kannst du mir das bitte einfach schenken und ermöglichen und mich nicht in diesem zutiefst, ich sage jetzt mal zutiefst heiligen Bedürfnis stören. Okay? Und das wird dein Mann verstehen. Das wird er. Wenn er dich liebt, davon gehe ich aus, wird er das verstehen. Und wenn du es ihm in Ruhe erklärst und wenn du ihm wirklich sagst, hey, das hat nichts mit dir zu tun. Ich wünsche mir das. Meine Seele wünscht sich das gerade. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, okay? Ich möchte einfach nur einen leeren Raum um mich herum haben, sodass ich die Möglichkeit habe, ganz mich alleine zu spüren und ganz alleine mit dem Leben, ich und das Leben zu kommunizieren. Okay? Das hat manchmal wirklich mit viel Mut zu tun, aber lebendige, tiefe Beziehungen haben überhaupt, finde ich, echt eine Menge mit Mut zu tun, weil mich wirklich herzugeben mit allem, was ich bin, da muss ich persönlich oft richtig, richtig mutig sein. Ihr Lieben, unsere Zeit für heute ist um. Ich danke dir, dass du da gewesen bist. Mir persönlich hat es richtig Spaß gemacht. Heute hat es mir richtig Spaß gemacht, ehrlich. Um 20 Uhr ist dann Veit gleich dran mit seinem Inspirationstalk für heute Abend. Und dann schenkt er uns noch eine, wie immer, richtig zauberhafte Meditation. Und falls du auf den Geschmack gekommen bist oder falls deine Frage hier noch nicht beantwortet wurde, am Freitag um 19 Uhr ist nochmal Frauenlounge mit mir. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist, okay? Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Abend. Ich wünsche dir ein ganz gutes Weiterfasten und ich wünsche dir viel tiefe, lebendige, pritzelnde, gute Beziehungen und ich wünsche dir auch, wie Josepha geschrieben hat, viel und gute, heilige Zeit mit dir selbst. Wir sehen uns. Ciao.